Zenimax scheint dazu gezwungen zu sein, den Namen vom endlosen Archiv in The Elder Scrolls Online zu ändern. Vermutlich wegen einem Verstoß gegen Namensrechte. Das und vieles mehr heute hier in den ESO-News. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Alexos vom offiziellen ESO-Stream-Team. Und lasst uns direkt reinstarten in ESO-Weekend, die wirklich spannenden Inhalte. Und diese Woche geht's tatsächlich gleich los mit etwas sehr Interessantem. Und zwar wird am 18.12. der Name vom endlosen Archiv im Englischen, Endless Archive, geändert zu Infinity Archive. Oder beziehungsweise Infinite Archive, nicht Infinity. Ich neige dazu, das öfters mal zu verwechseln, deswegen wundert euch nicht. Also, Infinite Archive ist der neue Name im Englischen. Im Deutschen bleibt es wohl endloses Archiv. Die Community auf Reddit hat versucht, ein bisschen zu recherchieren, woran das liegt, weil es dazu keine richtige offizielle Stellungnahme gibt sozusagen. Wir wissen nur, dass es im Deutschen derselbe Name bleiben wird, dass der Name nur im Englischen geändert wird. Und es scheint eventuell mit den Namensrechten eines Spiels namens Endless bzw. Endless Dungeon zu tun haben. Man muss dazu tatsächlich sagen, das Logo, ja, ist halt dieses Endloszeichen. Es sieht hier aber nochmal eine ganze Ecke anders aus, würde ich sagen. Hier heißt es auch nicht Endless Archive, sondern Endless Dungeon. Wobei die Entwickler das am Anfang ja als Endless Dungeon ursprünglich mal betitelt hatten und den Namen Endless Archive erst während der Entwicklung quasi dann beziehungsweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung so angegeben haben. Also ursprünglich wurde das Ganze mal als Endless Dungeon sozusagen auch gehandhabt. Ja, könnte sein. Anscheinend ist das ein Spiel, was jetzt aktuell im Oktober gerade erst ganz frisch auf den Markt gekommen ist auf Steam. Endless Dungeon, auf jeden Fall könnte es damit zusammenhängen, dass Zenimax dazu gezwungen ist, an dieser Stelle hier den Namen zu Infinite Archive zu ändern, aufgrund dieser Namensrechte dieses Spiels hier, die bereits seit Oktober am Laufen sind, sage ich mal. Da es aber bei uns endloses Archiv heißt und das ja natürlich logischerweise was anderes ist, als hier der englische, als der englische Name dieses Spiels, wird das bei uns sich vermutlich nicht verändern. Das ist aber nur eine Vermutung. Ne? Das heißt also, das hat die englischsprachige Elder Scrolls Bubble recherchiert und herausgefunden, dass es eventuell damit zusammenhängen könnte. Des Weiteren hat sich vielleicht der ein oder andere gefragt, hey, was war denn jetzt diesen Donnerstag eigentlich mit dem Neujahrsfestival? Denn ich hatte ja im letzten ESO-Weekend vorausgesehen, dass es diesen Monat losgehen müsste, dass es diese Woche losgehen müsste. So scheint es noch nicht zu sein. Man hat sich dazu entschieden, das erst am 21. zu starten, also 21. Dezember. Das ist dann der Donnerstag kommende Woche. Da startet das Neujahrsfest mit doppelten Erfahrungspunkten und jede Menge tollen Aktionen wieder, die ihr in-game an Loot sammeln könnt und die verschiedenen Völker bzw. deren Feierlichkeiten kennenlernen könnt. Also was die so für kulturelle Unterschiede haben während des Neujahrsfests. Wird also auf jeden Fall spannend. Versteht mich nicht falsch, das wurde nicht verschoben, sondern ich hatte einfach im letzten Video gemutmaßt, dass es jetzt am Donnerstag losgehen könnte. Ne? Also ich hatte gemutmaßt, dass am Donnerstag, den 14.12. das Ganze schon losgeht. Ich lag falsch, es geht jetzt nun erst am 21. los. Und der ein oder andere hat vielleicht auch schon gefragt, hey, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Crown Sale? Ja, am Ende des Jahres sind die Kronen ja mal runtergesetzt. Ich hatte irgendwie immer im Gedächtnis, dass die Kronen auch manchmal während des Black Fredas, das ist die Adoption von Tamriel, beziehungsweise die Adoption vom Black Friday in The Elder Scrolls. Ich hatte immer im Kopf, dass auch schon zum Black Friday, beziehungsweise zu den Black Weeks quasi, ein Rabatt existiert für die Kronen. Das scheint wohl nicht so zu sein. Ich habe es mal gegoogelt. Also es gab wohl mal einen vor Ewigkeiten, aber in den letzten Jahren war das nicht der Fall. In den letzten Jahren waren die Kronen immer nur zum ESO-Jubiläum und zu Weihnachten bis Neujahr runtergesetzt. Ne? Also voraussichtlich geht es jetzt nächste Woche los. Auf der Konsole, auf der Xbox ist es schon gestartet. Also auf der Xbox ist aktuell schon der Crown Sale. Und für PlayStation und PC wird es jetzt in den nächsten paar Tagen stückweise losgehen, sodass dann zu Weihnachten, wahrscheinlich bis zum 2., 3. Januar sowas in dem Dreh, halt eben die Kronen reduziert sein werden im Preis. Aber sicherlich wird uns Zenimax da auch nochmal eine schöne Übersicht nächste Woche veröffentlichen bzw. zaubern. Was ich auf meinen Patreon veröffentlicht habe, sind coole neue Inhalte. Und zwar habe ich zum einen den Vorabzugang zu einem
voraufgenommenen Video hochgeladen. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, diese Woche konnte ich jetzt wieder keine großartigen Inhalte für euch produzieren, weil ich erneut nach Berlin musste für meinen Vollzeitjob und dementsprechend konnte ich den wunderbaren, die wunderbare Weihnachtswerbung nicht mitnehmen, aber so ist das halt eben. Der Vollzeitjob geht halt vor, der sichert mir hier an dieser Stelle die Möglichkeit, dass ich für euch in meiner Freizeit das hier auch noch ein bisschen mitmachen kann und dementsprechend, ich hoffe in Zukunft natürlich mehr Zeit da reinstecken zu können und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dass ich in Zukunft mehr Zeit reinstecken kann und dafür zum Beispiel halt eben Vorabzugang oder Zugriff zu meinen schriftlichen Versionen meiner Builds erhalten wollt, ne? Also meine Builds als Video sind nach wie vor ganz normal kostenlos, aber es gibt halt eben auch schriftliche Versionen, nach denen ihr immer mal wieder fragt und die bekommen meine Patreons. Deswegen auch nochmal dickes, dickes Dankeschön, die mich da unterstützen. Vor allem hier dickes Dankeschön an Andri, God of War, Seppal, Saitiv, Kebi und Nessui für eure Unterstützung. Das weiß ich sehr zu schätzen. Was ich auch sehr zu schätzen wüsste, ist, wenn ihr mal bei unserem aktuell laufenden Charity-Event vorbeiläuft. Das läuft jetzt aktuell noch dieses Wochenende, und zwar der ESO Weihnachtszauber 3. Wir sammeln wie jedes Jahr Spenden für den Tiernotruf e.V. und in diesem Falle dieses Jahr auch noch für das Deutsche Kinderhilfswerk. Wir werden die Spendensumme am Ende 50-50 aufteilen auf beide und wir sind jetzt schon bei einer unglaublichen Zahl. Haben am Donnerstag um 14 Uhr, am Donnerstag, den 14.12. um 18 Uhr angefangen. Da sind allein schon 3.000 am ersten Tag zusammengekommen. Dann gestern sind wir auf 6.000 hochgegangen, war ein absolut kranker Stream. Vielen lieben Dank an alle, die bei YouTube und auf Twitch dabei waren. Und morgen, also am Sonntag, den 17., werde ich auch nochmal 18 bis 22, 23 Uhr live sein. Da machen wir auch wieder etwas Besonderes. Und zwar werden wir jetzt am Sonntag ein ESO-Quiz veranstalten. Das könnt ihr hier sowohl auf YouTube schauen, aber auch auf Twitch. Und wir werden dort immer eine Frage stellen zu Elder Scrolls relevanten Fragen und dann gibt es dazu 4 Antwortmöglichkeiten und der Chat hat die Möglichkeit abzustimmen, welche Antwort denn die richtige sein mag. Das werden insgesamt 15 Fragen sein und für jede Frage, wo die Mehrheit des Chats die richtige Antwort auswählt, verpflichte ich mich dazu, 10 Euro zu spenden, die dann halt eben 50-50 aufgeteilt werden an den Tiernotruf e.V. und das Deutsche Kinderhilfswerk. Wir machen das Ganze wieder über betterplace.org. Betterplace.org ist die Deutschland größte gemeinnützige Spendenplattform, die dicht mit staatlichen Institutionen zusammenarbeitet, um ein hohes Maß an Sicherheit zu garantieren. Das heißt also, die Spenden gehen direkt an diese beiden Organisationen, nicht irgendwie nochmal über irgendwelche Umwege, da wird nicht nochmal irgendwas abgezwackt oder irgendwie sowas in der Art. Es geht alles zu 100% in diese Aktion hier rein, ne? Also sprich 50%. 50% dann am Ende. Und ihr könnt auch mitmachen ohne irgendeinen Account. Ihr braucht auch keine Kreditkarte. Ihr könnt zum Beispiel auch über PayPal mitmachen oder über Überweisung bzw. Giropay. Ist super easy. Ihr sagt einfach Spenden und sagt hier, was weiß ich. Ich habe das Video am 16. Dezember gesehen, also möchte ich gern 16 Euro spenden. Dann schreibt ihr halt hier euren Namen rein. Ne? So, natürlich euren Vor- und Nachnamen. Noch eine schöne E-Mail. Also hier sowas. So, keine Ahnung, vielleicht gibt es die sogar, wer weiß. Wir wissen es nicht. Also, so könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Dann hier natürlich noch euren öffentlichen Anzeigenamen. Ihr könnt ja auch noch einen Kommentar hinterlassen, zum Beispiel, dass ihr von YouTube kommt oder sowas. Und ganz wichtig, dadurch, dass das hier eine richtig offizielle Spendenaktion ist, nicht mit irgendwelchen krummen Dingern, könnt ihr euch sogar eine richtige offizielle Spendenbescheinigung ausstellen lassen. Das heißt also, im Anfang nächsten Jahres, im Ende Februar ist das in der Regel, da könnt ihr dann sozusagen eine E-Mail bekommen oder da bekommt ihr automatisiert eine E-Mail, wenn ihr hier eure entsprechenden Daten eingebt. Das müsst ihr nicht machen, also wenn ihr sagt, nee, das ist mir irgendwie zu wild, hier irgendwie meine Anschrift einzutragen, ist das völlig okay. So könnt ihr jetzt spenden hier an dieser Stelle hier. Ich würde euch aber empfehlen, schreibt hier an dieser Stelle eure entsprechenden Daten rein. Wie gesagt, ist eine offizielle, ist Deutschlands offiziell größte Spendenseite. Und das Ganze läuft dann so ab, dass ihr im Februar eine E-Mail bekommt, wo nochmal zusammengefasst ist, was ihr gespendet habt. Und diese E-Mail könnt ihr dann, ich glaube, es sind keine Werbungskosten in der Steuererklärung, sondern es sind
Sonderbeiträge, Sonderguthaben. So ähnlich heißt der Punkt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, weil in der Regel benutzt man ja ein Steuerprogramm. Ne? Das heißt also jetzt hier Hashtag not sponsored, aber die meisten, die das machen, werden wahrscheinlich Taxfix benutzen oder Wieso steuern oder so. Und da steht dann meistens nichts von Werbungskosten oder Sonderguthaben oder irgendwie sowas, sondern da steht dann halt eine Ja-Nein-Frage. Hast du was gespendet? Da sagt ihr ja und dann tragt ihr halt ein, was ihr gespendet habt und habt hier sogar nochmal einen richtigen Nachweis, falls nochmal irgendjemand was sehen möchte oder nachfragt, was denn da gespendet wurde, könnt ihr das dann halt eben nochmal vorzeigen. Und diese Spenden, die ihr dort angebt, die werden quasi abgezogen von eurem Einkommen. Das heißt also, die werden euch insofern gutgeschrieben und berücksichtigt. Das kann dann dazu führen, dass ihr am Ende des Jahres beispielsweise Geld wiederbekommt vom Finanzamt, beziehungsweise wenn ihr eure Steuererklärung abschickt. Es kann aber auch dazu führen, falls ihr zum Beispiel regelmäßig Steuern nachzahlen müsst, wie das bei mir zum Beispiel öfters mal der Fall ist, dann müsst ihr vielleicht weniger nachzahlen, ne? Also so äußert sich das dann für euch, da habt ihr also auf jeden Fall was von, also auf jeden Fall spenden, das bringt euch auch was, ne? An dieser Stelle hier finde ich schön, da kann man dann gleich entscheiden, wo es hingehen soll und zahlt dann dementsprechend weniger ans Finanzamt, beziehungsweise senkt seine Steuerlast gegebenenfalls. Ich bin natürlich kein Steuerberater, das heißt also, nehmt euch das jetzt bitte nicht zu Herzen, aber so ungefähr ganz grob funktioniert dieses System. Nutzt das also auf jeden Fall und nehmt das mit. Und es wird natürlich auch lauter mega geile Spenden-Giveaways geben, ja. Bethesda hat einiges zur Verfügung gestellt, zum Beispiel dieses coole Merunes Dagon-T-Shirt. Wird es morgen nochmal im Livestream am Sonntag geben, oder wenn ihr dieses Video hier schaut, ist vielleicht schon Sonntag, also schaut am Abend um 18 Uhr mal vorbei. Dann, meine Version ist schon ein bisschen ausgeblichen, eigentlich ist das T-Shirt ein bisschen grauer und ein bisschen kräftiger, wird es noch ein zweites T-Shirt geben, und zwar dieses hier. Dieses T-Shirt hier von der ESO-Taverne 2028 mit den, oh Gott, wie hieß denn nochmal das DLC? Schlag mich tot. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mit dem Dungeon von Hesina. Ihr wisst schon, wo der mega nervige Intrig drin ist. Naja, auf jeden Fall, dieses schöne T-Shirt gibt es auch zu gewinnen. Und Bethesda sponsert auch noch einen Plüschgreifen. Den wird es auch mit Ingame-Code geben. Das heißt also, den könnt ihr dann sowohl im Real Life auf euer Bett stellen, als auch dann Ingame mit dem rumlaufen. Dann habe ich was für euch importieren lassen. Und zwar bezahlt von den Patrons, nochmal ganz liebes Dankeschön hier, wie gesagt, liebe Patrons, dickes Dankeschön, dass ihr mit dabei seid, und Leute, schaut gerne mal bei Patreon vorbei oder auch gerne bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften, denn die ermöglichen mir zum Beispiel auch solche geilen Giveaways. Ich habe nämlich für euch extra einen Coin aus den USA importieren lassen, kann man in Europa nicht kaufen, und zwar einen Coin von Merunes Dagon, ach Quatsch, was laber ich da? Von Hermeus Mora meine ich natürlich mega, mega nice. Falls ihr euch übrigens fragt, wo mein kleiner Kinnbart hin ist und was das für ein riesiges Doppelkinn ist. Nun ja, ich habe gesagt, dass ich bei 5000 Euro mir den Bart live abrasiere. Und ich habe dazu gestanden und habe mir Freitag live, ihr könnt euch das gerne nochmal in der Aufzeichnung anschauen, ich habe mir Freitag live den Bart abrasiert. Es war sehr schmerzhaft. Kennt ihr dieses, ich nenne das immer hier so China, dieses China-Wasser, was ist eigentlich so Eukalyptus oder irgendwie sowas, was man sich, wenn man Schnupfen hat oder so, an den Hals macht oder an die Brust, damit die Atemwege frei werden. Das hat ja immer so einen kühlenden Effekt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir, versteht mich nicht falsch, ich habe das nirgendwo aufgetragen, aber hier, wo es so frei ist, da fühlt es sich jetzt dauerhaft so an, als ob die ganze Zeit irgendwas Kühlendes verdunstet. Es fühlt sich an wie dieses China-Wasser, beziehungsweise Eukalyptus-Wasser. Aber ich habe es halt, sowas haben wir gar nicht hier im Haushalt, aber so fühlt sich das die ganze Zeit an, weil es so kahl ist. Ganz, ganz komisches Gefühl. Naja, ich bin auf jeden Fall wieder 5 Jahre jünger und Bethesda sponsert noch was Nices, und zwar sponsert Bethesda eine The Elder Scrolls Online Morrowind Collectors Edition mit allen drum und dran. Ja, das heißt also mit dem mega fetten Montagegeneral. Die Collectors Editions, diese Collectors Edition ist inzwischen so selten geworden, dass man auf eBay und anderen Gebrauchplattformen weit über 500 Euro bezahlen muss, um da ranzukommen. Dementsprechend was ganz Besonderes. Und ich sehe gerade, dass mein Buch eine Macke hat. Scheiße.
das ist nicht so schön. Aber so ist halt eben. Ich finde, die Statue ist ja schön und gut. Für mich persönlich ist die Statue nicht mal das größte Highlight in der ganzen Geschichte. Sondern, was ich eigentlich als größeres Highlight empfinde, ist dieses wunderschöne Artbook. Denn die alten Elder Scrolls Artbooks sind mit die schönsten, die die Gaming-Industrie jemals gesehen hat. Die erzählen nämlich tatsächlich eine Geschichte. Das ist wie ein riesiges Bilderbuch, was eine richtig schöne Geschichte erzählt. Und die ist übrigens auch auf Deutsch, ne? Also just saying, alles auf Deutsch. Mega, mega nice. Die verlosen wir dann also im Abschlussstream ab 22 Uhr am Sonntag. Schaut euch das trotzdem gerne nochmal im Nachhinein an, falls euch das interessiert. Denn ich lade euch auch recht herzlich dazu ein. Wir wollen nämlich gerne einen ESO-Flashmob wieder veranstalten. So wie immer am Ende der Charity-Aktion. Wir werden uns irgendwo in einem Grundspielgebiet der Open World treffen und werden dann dort gemeinsam, ja, mit 80 oder 100 Spielern mal gucken, wie viel wir in eine Open-World-Instanz reinbekommen, so einen richtig fetten Flashmob machen mit lauter Special-Effects und Andenken aktivieren und Reittiere. Also es wird cool, seid mit dabei, schaut mal im Livestream vorbei auf twitch.tv/alexos. So, und jetzt wechseln wir mal ins Game, da gibt es nämlich einige coole Sachen zu holen. Also einmal hier rüber. Gibt nämlich wieder einige nice Sachen, die man sich in-game abholen kann. Und zwar watschen wir einmal hier nach hinten durch. Hier sehen wir dann den Händler aus dem endlosen Archiv, beziehungsweise den Infinite Archive, ne? Dazu müsst ihr einfach nach Apokrypha. Ihr braucht dafür auch nicht Necrom. Man kann hier einfach so rein teleportieren in dieses endlose Archiv. Fragt nicht, denn das ist kostenlos, ist Teil des Grundspiels. Und hier gibt es zum einen ein Kostüm, was man aktuell bekommen kann. Oh, ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ihr habt euch. Was ist denn jetzt gerade schief gelaufen hier? Ah, ja, jetzt. Also, man kann sich das Fragment eines Kostüms erspielen. Und es gibt noch zwei Fragmente hier, nämlich die Ebenerz-Schröter-Halterung und die Korallenspange. Und ich habe für euch wie immer einmal rausgesucht, was das denn wohl sein mag. Möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Also, die Ebenerd-Schröter-Halterung ist Teil des velotischen Urmagiers-Amulett und man bekommt das Ding normalerweise in der Akropolis der Runenmeister-Weltboss in Apokrypha. Das ist der Weltboss, der direkt neben dem endlosen Archiv sitzt. Da kriegt man das normalerweise her. Und die Korallenspange gehört eigentlich zur Perle der Elnofey, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Dieses Item bekommt man eigentlich aus dem öffentlichen Verlies, beziehungsweise von dem Boss eines öffentlichen Verlieses in Gratwald. Ja, also, das sind die beiden Herzkunstorte von diesen Sachen. Und es gibt jetzt zum ersten Mal wieder eine richtig schöne Stilseite, wo ich auch tatsächlich mit liebäugle. Also, es gibt diese schöne Stilseite von der Maske der Sinfonie der Klingen. Das ist die erste Monster-Set-Stilseite, die mich persönlich auch irgendwie ein bisschen anspricht hier. Nur, dass 15.000 Siegel ganz schön teuer sind, deswegen werde ich da wahrscheinlich nochmal drüber nachdenken. Ja, ansonsten gibt es ein paar Bücher. Und als nächstes, ihr kennt das schon, geht es jetzt rein ins PvP, beziehungsweise da gibt es auch interessante Sachen fürs PvE oder eben vor allem interessante Sachen fürs PvE. Und zwar reisen wir jetzt mal hier nach Serodiel zur goldenen Händlerin. Zu der habe ich übrigens auch schon extra Video gemacht, falls ihr euch fragt, warum die für PvE-Spieler interessant sind und wie man von der Sachen kaufen kann, ohne PvP-Spieler zu sein oder gerade warum es so wichtig ist, bei der regelmäßig vorbeizuschauen, vor allem wenn ihr Solo-Spieler seid und auf viele Gruppeninhalte keinen Zugriff drauf habt, dann schaut euch auf jeden Fall mal das oben im i erwähnte Video an, da habe ich die goldene Händlerin einmal extra erklärt. Wir porten auf jeden Fall mal rüber. Da sind wir nun also bei der goldenen Händlerin angekommen. Und die verkauft heute zwei Monster-Sets, ja. Also zum Beispiel hier Infernaler Wächter. Kann man auf Funbuild spielen, würde ich aber sonst nicht empfehlen. Was immer ganz interessant ist, ist Maselok, ja. Kann man durchaus immer mal wieder verwenden. Gibt es ganz lustige Einsatzorte für. Also dementsprechend durchaus nicht uninteressant. So, das sagt mir hier persönlich nichts. Das müssen wir einmal gemeinsam durchlesen. Unvermeidlichkeit des Grabs. Verursacht ihr mit einem leichten oder schweren Angriff Schaden, erhaltet ihr einmal alle halbe Sekunde, fünf Sekunden lang einen von bis zu 5 Kumulationen erbarmungslos. Solange ihr 5 Kumulationen besitzt, strahlt ihr eine Aura des Fokus aus, die euch größere Kraft gewährt, was euren kritischen Schaden um 20% erhöht.
Gruppenmitglieder innerhalb von 12 Metern um euch herum erhalten kleinere Kraft. Also es gibt einen quasi, das ist doch der Buff vom Horn, oder nicht? Ist das nicht der Buff vom Horn? Ja, genau. Hier sind es 20, hier sind es 7 Sekunden und das andere ist von der Falle. Ja, dann ist es uninteressant. Hier kriegt man kleinere Kraft. Okay, also absoluter Trash. Ja? Wir lesen trotzdem mal nochmal die anderen Sachen hier durch. Wenn ihr ein Scharnschild auf euch oder einen Verbündeten anwendet, besteht eine Chance von 50%, dass ihr über 2 Sekunden 3 Mörser auf den am weitesten von euch entfernten Feind fallen lässt, die an allen Feinden innerhalb von 5 Metern um die Einschlagstelle herum jeweils 3000 Flammschaden verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten. Marselock verursacht ihr Schaden mit einem schweren Nahkampfangriff. Stimmt, das hatten die irgendwann mal geändert. Dadurch, dass das jetzt ein schwerer Nahkampfangriff ist, ist es nicht mehr ganz so interessant wie früher. Früher konnte man das anders triggern. Also, mit einem schweren Nahkampfangriff verspürt ihr einen Kegel aus Verderbnis, der Feinde innerhalb von 4 Sekunden 7000 solche Schaden zufügt. Dieser Schaden erhöht sich für jeden negativen Effekt auf dem Ziel um 10% bis maximal 300. Ne, also, wenn man halt eben in einer Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppe unterwegs ist oder auch in Raid-Gruppen, dann war das immer sehr interessant, weil man da halt eben besonders viel rausholen konnte mit den bis zu 300%. Ist aber inzwischen nicht mehr ganz einfach so, ist nicht mehr ganz so einfach zu triggern, weil man immer seltener den schweren Angriff in solchen Situationen einsetzt. So, berührendes Netz für. Fügt 400 Magie und Waffenkraft zu euren Schockfertigkeiten hinzu. Selbst für einen Zauberer absolut irrelevant. Gibt es viel bessere Sets. Also selbst Crafting-Sets sind besser. Roter Berg ist ein ziemlich starkes Proc-Set. Ja, das heißt also, kann man im PvP ab und zu mal benutzen. Auch im PvE wird es jetzt zwar nicht oft erwähnt, ist aber trotzdem relativ stark vom Schaden her. Wenn ihr mit einer Waffe Schaden verursacht, lasst ihr einen Vulkan hervorbrechen, der nach einer Sekunde ausbricht und glühend heiße Lava auf den nächsten Feind spuckt und so 9000 Flammschaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und glitt mit eurer Magie und Waffenkraft. Dann haben wir Schröter. Ihr erhaltet im Kampf dauerhaft kleineres Heldentum, wodurch ihr alle 1,5 Sekunden eine ultimative Kraft regeneriert. Hat man das mal auf Heilern gespielt? Also ich glaube, aktuell spielt man es auf jeden Fall nicht mehr. Hat man aber, glaube ich, früher mal spielen können. Ja, das waren die Sets bei der Goldenen. Als nächstes führt es uns nach Kalthafen. Beziehungsweise in Kalthafen aber jetzt die letzten paar Male schon ziemlich häufig. Ich würde sagen, dieses Mal gehen wir mal wieder nach Karkstein. Und zwar hier nach Belkart. Da porte ich jetzt einmal hin. Hier oben in Belkart. Da gibt es nämlich den Luxausstatter. Ja? Da lassen wir uns jetzt also einmal hin. Porten. Achso, gut, ich muss erstmal aus dem PvP raus, bevor wir da hin können. Ansonsten kommen wir da gar nicht erst an, aber da porten wir uns jetzt also einmal hin. So, jetzt bin ich also nach Belkart gereist und wir sind jetzt hier gerade direkt am Teleportschrein. Setzen einmal auf unser Reittier auf und dann reiten wir einmal nach hinten links, hier bei diesen Zelten vom Zenitas Eifer Event, dem Handwerks-Event. Ist zwar aktuell nicht, aber seitdem es dieses Event gibt, gibt es hier hinten auch einen Luxusausstatter. Und der hat diesmal weitere Sachen aus Gräbern im Angebot, also Urnen. Hier wieder irgendwelche Sachen. Die sieht ziemlich schick aus. Das ist mal, weißt du, hier so, ja, okay, ganz nett. Ja, da gefällt mir die schon eher, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Die finde ich ganz sexy. Aber das ist halt mal was anderes. Das sieht halt auch nicht gleich wie eine Urne aus. Kann man vielleicht auch irgendwas reinstecken, ja? Irgendwie oben ein Bäumchen rein durchstecken oder durchfädeln oder irgendwie sowas, ja? Also die finde ich ganz nice. Ja, die anderen Sachen... Weiß ich nicht. Hier vielleicht kann man sich vielleicht ein, zwei Exemplare von holen. Wie gesagt, das Ding finde ich ganz nice. Das Ding finde ich ganz nice. Den Rest... Kann man jetzt, glaube ich, auch ganz gut weglassen, wenn ich ehrlich bin. Was ihr nicht weglassen solltet, sind die regelmäßigen Besuche bei der Goldenen. So wie ich das jetzt hier gerade getan habe, lohnt es sich da einmal am Wochenende vorbeizuschauen. Ich mache da ja immer ein Video für euch zu, damit ihr gleich wisst, was es da Schönes zu holen gibt und ob es sich lohnt, dafür mal vorbeizuschauen. Falls ihr nicht wisst, wie ihr nach Ceruleal kommt, beziehungsweise nochmal ein detaillierteres Video zur Goldenen sehen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall dieses Video hier ein bisschen genauer an. Hier in den News-Videos erwähne ich es immer wieder, aber hier kriegt ihr auch nochmal eine genaue Erklärung, was die Goldene Händlerin eigentlich ist.